Okay, der vorige Part. Der Upload des vorigen Parts läuft. Diesmal keine Pause, geht gleich weiter mit dem nächsten Part hier. Zumindest vom Spielen her. Auch das Uploaden wird wahrscheinlich nicht. Wird wahrscheinlich keine längere Pause beinhalten. Sag ich jetzt mal so. So, ich habe gelesen in dem Patch, in den Patch Notes für diese Version, die jetzt hier läuft, 1.2.0 oder 1.0.2 oder whatever, sowas in Art, ich glaube 1.0.2, dass ein Problem behoben wurde, dass die KI die Dörfer nicht wieder aufbaut, nachdem sie kaputt gemacht hat. Hier allerdings immer noch nicht aufgebaut, obwohl schon 10 Runden gespielt mit dem Patch. Möglicherweise jedoch bedingt dadurch, dass die beiden sich hier im Krieg befinden und demzufolge die dann doch was anderes zu tun haben, als Dörfer aufzubauen. Ich sehe gerade, ich selber bin auch schuldig des Dorf-Nicht-Wiederaufbaus in diesem Gebiet. Welchem eigentlich? Ach ja, dem von Samhin. Aber das hat für mich auch jetzt nicht allerhöchste Prio, wobei das Wiederaufbauen des Dorfes bringt ja Bevölkerung. Deshalb würde ich sagen, das ist das hier, oder? Dorf der Nebenfraktion. What? Ich dachte, wenn ich das anklicke, dann... Achso, dann muss ich hier draufklicken noch. Das ziehe ich dann mal vor, dieses lang andauernde nächste. So, damit ich wenigstens nicht so bin wie die KI. Ein anderes großes Problem, was man im Forum viel liest von der KI, ist, sie baut einfach zu wenig Einheiten und sei dadurch doch recht schlecht in der Verteidigung. Also man kann dann, wenn man weiß, wo ihre Armee ist oder wenn man weiß, wo sie nicht ist, kann man da angreifen und da ist dann meistens nichts weiter und kann man ja eine Stadt nach der anderen so beweisen deinem Stand, dass du nicht nur ein aggressiver Kriegstreiber bist, du hast dein Wort und Tat verlassen und zumindest den Stamm davon überzeugt, dass du ein wertvoller Verbündeter bist. Hä? Ach so, ja, das war dieser Plan. Gut, jetzt werde ich hier aber irgendwo angegriffen. Wo? Position anzeigen. Das ist ja lustig, das ist ja eine Armee, die angegriffen wird, keine Stadt. Wie praktisch. Dann, ja, mache ich das gleich mal hier. Kämpfen wir mal wieder. Hatten wir im letzten Teil nicht. Dadurch war der Teil auch trotz der fortgeschrittenen Rundenzahl relativ schnell. So, was sind das hier für Viecher? Haben die einen Fernkampfangriff? Ich weiß es nicht. Fernkampf schlechter sind. Ja, in dem Fall, das sollte alles kein Problem sein. 130 Leben nur. Ja, ist jetzt eigentlich fast egal, wie meine Einheiten kämpfen. Nö, du heilst nicht, du greifst auch irgendwie an. Warte mal, Moment, das ist nicht egal. Also, eins, Geschwindigkeit angucken. Die haben Initiative 36, 28, so meint euch hat alles mehr. Aha, 29 haben selbst die langsamen von mir. Der hat Initiative 52. Nein, der Held hat die meiste Initiative. Kann ich jetzt sagen, hier hin? Ja. Kommt er da denn hin? Drei Bewegungen? Nö, kommt aber nicht hin. Der hat sechs Bewegungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der geht... Nein, du gehst nicht dahin. Du gehst aber dahin. Der kann den angreifen. So, er ist jetzt noch von einem. Das macht der Held. Der geht hier hin. So. Hier hin. Ja, ich glaube, jetzt hat jeder einen sinnvollen Befehl. Ich brauche mich hier nicht konzentrieren mit der Angriff. Ich habe den doch woanders hingeschickt. Naja, egal. Das wird auf jeden Fall ein leichter Kampf werden, wenn das so läuft, wie ich mir gedacht habe. Ja, genau, die wird von maximalen
Da brauche ich auch nichts zu heilen. Ich könnte nach dem Kampf sich langsam wieder hochheilen. Aha, er ist quasi trotz des Weges hier. Also er greift zuerst an, er wird wahrscheinlich den töten. Das ist gut so. Dann wird der frei. Und kann den angreifen. Gut, gut, gut. Der ist weg. So, die drei können jetzt den. Oh, der hat den Crit bekommen. Macht nichts. Und der kann dich nicht mal verteidigen. Nur einmal. So, das ist natürlich jetzt sehr sinnfrei. Nein. Ihr greift den da an. Er kommt doch gar nicht ran. Was soll denn das? Und das war's. Wieder ein verlustfreier Kampf gegen die leichten Gegner. Kein Problem. Und ein Level-Up für einen meiner Zentauren. Okay. Bevölkerungswachstum. Städte. Müssen neue Dinge bauen. So, was haben wir hier denn? Das kann ich nicht bauen, weil es eine Ressource braucht, die ich nicht habe. Hm, schade. Das heißt, eine von meinen Forschungen ist fertig. Gelände mit Wasser. Nur sehen. Titan 2, was braucht er für Ressourcen? Der braucht 22. Ich könnte auch Bezirksstraßen bauen. Und zwar in diesem Schema, wie ich mir das mal überlegt hatte. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Was ist jetzt hier eigentlich das Stadtzentrum? Das hier, wenn ich es richtig sehe. Nein, das sind Tempelruinen. Das ist das Stadtzentrum. Das ist das Zentrum und diese drei. Die haben minus 10, minus 10 und. Hier steht nichts. Das hat auch minus 10. Warum hat das hier keine Änderung? Und ich dachte eigentlich, die sollten sich gegenseitig so beeinflussen, dass sie. Vielleicht müssen ja drei dran grenzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eins baue. Auf jeden Fall, ich baue jetzt einfach mal hier eins. Ich muss das erforschen irgendwie und warum nicht in diesem Spiel. So, die Hoffnung ist, dass jetzt irgendwas sich dann gegenseitig. Aber ich weiß es nicht. Mal schauen. Ob das jetzt eine gute Idee ist mit den Bezirksstraßen oder nicht. Schwer zu sagen. Das Zwo-Gelände mit Fluss haben wir nicht. Anderes Gewässer haben wir auch nicht. Das wäre echt schön, wenn man das ausblenden könnte. Hier bekommen wir jetzt 10 Forschung raus. Okay, passt. Ja, bauen wir Titan. Wenn wir nichts anderes zu bauen haben außer Armee, dann bauen wir halt Armee. Dann können wir einen Titanextraktor bauen. Das wiederum erlaubt uns die Produktion von mehr Titanen. Aber ich glaube, ich baue dann auch nochmal sowas hier. Gut. Dann sind die erstmal versorgt. Gut, die Städte wissen erstmal, was sie tun sollen. Nächste Forschung, genau, ist diese fliegende Fernkampfeinheit. Fernkampf 3, ja. Hydromiel in der Nähe von irgendwas entdeckt. Ach ja, Hydromiel, Feenblut, lauter Zeug. Ära 4 Technologien halt. Strategisch, also aus dem Nitrit.
Ära 4, Zeitalter der Industrie. Ah, da gibt es vielleicht irgendwas, was unsere Produktion verbessert. So, mit denen habe ich eine Quest. Ich soll irgendwo 20 Dinger hinbringen. Ich kann schon mal ranzoomen, um zu schauen. Ja, hier gleich am Eingang quasi, direkt neben dem Dorf, gibt es gute Felder ohne Ende. Da gibt es zum Beispiel das Dorf und das und hier war auch noch irgendein gutes Feld, ja. Also den nächsten Siedler kann ich dann schon mal vorbereiten, würde ich mal so sagen. Wie sieht's aus mit der Glücklichkeit? Ach, das ist schon wieder alles inbrünstig. Das ist gut. Dann kann man den nächsten Siedler dann gleich... Das ist jetzt erstmal der vorige Siedler. Der soll irgendwo hier drüben hin, würde ich sagen. Ja, hier da. Hier gibt's viele Boni auf einmal. Viel Dust. Da nochmal Produktion. Geh dorthin. Oder? Hier ist auch nicht schlecht. Da gibt es viel Nahrung. Puh. Da gibt es sogar sehr viel Nahrung. Hier gibt es auch nochmal Nahrung. Nach einer Expansion. Nein, gehst du erstmal bis dort und dann überlegen wir uns das nochmal genauer. In der Zeit kann der ja mal gucken, was hier noch auf dem Feld ist. Das hilft uns sicherlich dann bei unserer Entscheidung. Jetzt haben wir erstmal wieder Winter. Aber wir kommen trotzdem noch ganz gut zurecht hier mit dem Dust. Was wir gleich mal schauen müssen, ist, ob wir irgendwelche Städte Bevölkerungsreduktion haben. Ja, haben sie. Zack. Und hier... mir das gleiche. Da brauchen wir zwei. Nein, einer reicht. Nee, reicht nicht. Noch einer. So. Gut. Weil Bevölkerungsschwund möchten wir nicht haben. Auch im Winter nicht. Das heißt, wir lassen ein paar mehr Leute Nahrung produzieren. So, leere Konstruktionswarteschlange. Da bauen wir einen Siedler. Zack. 10 Runden. Eieiei. Ja gut, Winter, 4 Runden würde der... Den würde ich fast am liebsten kaufen, aber der kostet ja total viel. Kann es sein, dass die Kosten der Siedler irgendwie damit skalieren, wie viele Städte man schon hat? Sieht irgendwie so aus. 460 sieht viel aus. Naja, dann dauert es halt eine Weile. Was soll's? Jetzt wird es auch eine Weile dauern, bis die Einheiten hier gezogen sind. So. Die schleichen ja mächtig herum. Hm. Hängt wieder einer irgendwo? Ja, genau. Der kann hier wieder nicht lang. Weil das ein Dorf ist. Da können die irgendwie nicht durchlaufen. Sie können zwar durchlaufen, aber nicht in der gleichen Runde. Naja, in der nächsten Runde kann er das dann hoffentlich tun. Genau, jetzt funktioniert das. So, jetzt sehen wir auch, was auf der anderen Seite ist von... Ja, ist natürlich nicht so prall. Hier ist noch ein zerstörtes Dorf, was wir noch nicht wieder aufgebaut haben. Stufe 5 sind meine ersten Draken links. Und hier gibt es auch ein Level Up.
Verbesserte Suche in Ruinen, das ist jetzt aber nicht so toll. Zuweisungszeit, das ist auch nicht so toll. Erfahrung auf Einheiten, das ist doch... Den Held habe ich doch in der Stadt eingesetzt. Der soll hier irgendwas kriegen. Diese Säge. Eins auf Gelände mit Wald. Was ist denn das hier Schönes? Geschwindigkeit der Erholung vom Status handlungsunfähig. Gehen wir mal hier lang, dann können wir nächste Runde hier rüber gehen. Natürlich Ressourcen. Hier drüben gibt es dann die guten Sachen für die Stadt noch. Ja. So toll ist der nicht. Ich hätte mir die Bäume anschauen sollen. Der Winter dauert jetzt noch mindestens 5 Runden. Also die Winter werden langsam länger. Und wir haben wieder einen Kampf. Aha, hier oben haben wir einen Kampf. Na gut. Ah, das ist jetzt hier mit den Titanen. Hier ist auch gar kein Held dabei. Macht nix. Kampf. So, ja. Wenigstens gehen im Kampf diese Ressourcenboni verloren. Hier kommen wir überall lang, wenn ich das richtig sehe. Der kann sich noch hier hinstellen. So, Initiative haben die Viecher sowieso keine. Das heißt, wird das so klappen? 1, 2, 3, 4 Felder. 1, 2, 3, 4. Das müsste gehen. 1, 2, 3, 4. Ja, das kann jeder machen. Ja, dann greift man halt alle den an, weil er von 4 Stellen angreifbar ist. Sind die anderen eigentlich auch. Ach, schöner Crit. Den brauchen wir gar nicht so oft anzugreifen, weil der wahrscheinlich jetzt schon umfällt. Nicht so schön, dass sie das jetzt ein bisschen aufgeteilt haben. Nee, du bist hier hin. Und der ist auch schon... Nee, der lebt noch. Der aber nicht. Einer hat ein bisschen Schaden genommen, die anderen nicht. So, jetzt habe ich hier diese neue Einheit. Da werde ich mir dann gleich mal was designen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier im 5. Gebiet noch Schönes bekommen haben. Erstmal gibt es wieder neue Ressourcen. Um die abzubauen, brauchen wir alte Ressourcen. Okay. Hier gibt es die super tolle Waffen damit. Was haben wir hier? 3 Bevölkerungen pro... Ja... Also 3 Produktion pro Bevölkerung. 3 pro Bevölkerung und 25% unterirdische Gärten. Plus 15 auf Bezirk während Winter. Okay. Auch nicht schlecht. So, wir brauchen hier die auch eine Ressource von der vorigen... Ära. Ja, ich würde sagen, wir lernen mal diese Luxusressource als erstes. Weil Luxusressourcen abbauen hat sich irgendwie gezeigt, dass das ziemlich cool ist vom Effekt her. Da kann ich dann auch gleich nochmal gucken, ob ich nicht noch sogar irgendwelche besseren Luxusressourcen hier jetzt noch irgendwelche neuen Boosts habe. Der Boost hier. Schubstatus inaktiv. Ach ja, der müsste jetzt gerade wieder neu verfügbar sein.
Reaktivieren, genau. Der Schub ist wieder da. Das hat man hier gehandelt. Und hier um des Imperiums National. So, was kann ich jetzt bauen? Bringt jetzt bei der Stadt nicht so super viel. Das werde ich zuerst mal bei welchen bauen, die auch ein paar mehr Distrikte haben. Vielleicht sollte ich auch einfach mal hier, die hat ja inbrünstig. Also das ist, das schreit ja quasi nach der Konstruktion eines Distriktes. Wegerecht allerdings auch. Handelsroute. Na, bauen wir erstmal das. Distrikt können wir auch danach noch bauen. So. Vielleicht handeln wir dann auch mal mit den Nachbarn. So, mal schauen, wie sich die Punktestände hier entwickelt haben. Okay, die Grünen sind noch mal weiter abgefallen. Die sind jetzt nur noch knapp über mir. Sieht man davon aus auf der Karte? Nee, also die Roten, weiß ich nicht genau, wie es das zeigt. Wir können uns mal die Statistik kurz anschauen. Gesamtpunktzahl stagniert jetzt ein bisschen bei den Grünen. Also ich habe die fast eingeholt. Militär, ja, die Roten doch deutlich überlegen. Es sieht nicht gut aus für die Grünen. Meine Mitdracken, so gesehen. So, gibt's hier oben noch irgendwas? Von Relevanz? Nee, nicht so wirklich. Hier habe ich eine Quest. Ah ja, okay, hinschicken. Wo waren wir denn noch nicht? Ja, hier runter. Nach Dels. Da sind die auch eine Weile unterwegs. So, Zug Ende. Werte ist etwas größer, hat inbrünstig. Könnte ich jetzt das bauen? Ich kann aber auch erstmal Bezirksstraßen bauen. Ich werde jetzt nicht mehr versuchen, irgendwelche Happiness über die Bezirksstraßen abzuhandeln, sondern ich werde einfach versuchen, mir möglichst gute Areale noch zu greifen. Das hier sind keine guten Areale, wenn ich das so richtig sehe. Da stehen überall die Nullen. Das ist jetzt natürlich auch ungünstig durch den Winter. Ich würde sagen, dieses Gebiet. Oder vielleicht auch dieses. Naja, ich will im Prinzip hier runter irgendwie kommen. Weil hier sind doch ein paar bessere Gebiete, wenn ich das richtig sehe. Würde ich das hier nehmen. Oder? Egal. Ja, das bringt jetzt auch nicht viel. Gut, das liegt jetzt auch am Winter. Nee, das ist schlechter als das hier. Und das, obwohl ich hier... Ach man. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht das hier. Das bringt mir auch irgendwie nichts. Also am meisten bekomme ich hier über das Gebiet. Jetzt in dem Moment. Oder das hier. Ah, das hat kein Potenzial. Dann nehme ich das. Ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob das eine gute Entscheidung war. So, hier ist noch jemand beschäftigt. Ah ja, der Siedler. Genau, der Siedler.
war sich noch unschlüssig, ob er denn lieber hier rüber möchte oder lieber darüber. Wüste ist in beiden Fällen dabei. Hier ist noch das Feld bei. Ich würde sagen, hierhin und dann in diese Richtung expandieren, dann kriege ich das damit rein. Ja, die Nahrung scheint mir irgendwie besser. Bevölkerung, mehr Bevölkerung ist besser irgendwie. Mehr Wachstum. So, ich krieg mal wieder einen Handel vorgeschlagen. Wir haben eure Armeen gesehen, sind sehr beeindruckt. Was euch gibt's noch? Sie sind Frieden, ängstlich. Vielleicht kann man mit denen mal irgendwelche Techs hier noch sich ertraden. Bezirksregierung. Das ist vielleicht gar nicht mehr so doof. Ich glaube fast, die sind die Pläne auf Dauer ein bisschen wertvoller. So richtig brauche ich das nicht. Wobei, kann ich die nicht irgendwie in Allianz zwingen, oder? Ach, die sind zu schwach. Was soll ich mich mit so schwachen Leuten abgeben? Bauen. Färbemittel-Extraktor zum Beispiel. Was vor allem ziemlich günstig auch. Dann kann ich gleich mal gucken, was Färbemittel. Ich glaube, ich kann sogar noch einen bauen. Dann kann ich mein ganzes Reich hier mit Färbemitteln versorgen. Adamantium. Na, das ist jetzt erstmal so teuer. Das Raffinerie. Ja, doch, die. Wobei halt, ich baue jetzt hier auch, die haben hier, alle die so happy sind, die können sich erstmal hier so ein Distrikt bauen. Und wohin? Ja, im Winter ist wirklich schwierig zu entscheiden, wo man am besten hin möchte. Hier unten ist viel gutes Zeug. Da muss ich aber durch die Wüste. Na egal, ich gehe trotzdem jetzt da unten in die Richtung. Hätte ich schon geklickt haben können. Hier habe ich eine Quest, wie es aussieht. Mittlerweile habe ich auch genug Glasstahl für meine Helden, für ihre. Der hat das schon, okay, aber der noch nicht. Vielleicht gibt's auch. Ah, nee, gibt's bestimmt, aber. Initiative. Nee, 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 wir wollen das. Wo haben wir es denn? An. Oh. Auch nicht. Ja, Mai. Das hier ist es. So. Zug ändern.
Wegerecht, inbrünstig. Ihr bekommt Bezirksstraßen. So, hier haben wir jetzt. Oh, hier haben wir ordentlich Forschung. Da drüben gibt es auch rentable Dinge noch. Hier wollen wir nicht hin, weil da ein Gebiet abgeschnitten ist. Ja, haben wir eine ganze Menge Städte, die Bezirksstraßen. Na gut, hier kann man noch viele andere Sachen bauen. Geothermisches Dings. Na, ein bisschen Forschung halt. Wegen. Und zu beenden. Level up für eine Einheit. Ja. Gut. Ich hatte was vergessen. Nämlich wollte ich noch eine Einheit designen. Aus dem uralten. Uralter bearbeiten. Schauen wir mal, was kann man denn hier ausrüsten, was soll der haben? Wenn es ein Fernkämpfer ist, braucht er erstmal keine gute Rüstung. Zumindest braucht er hier nichts Rüstungsmäßiges. Rang 3 gibt 52 Angriff. Also 52 Schaden. Angriff, wie sieht sein Angriff? Oh, warum hat er nur 11 Angreifen? Ach so, weil es eigentlich eine Support-Einheit ist. 60% Angriff für gegnerische Einheiten. Okay. Das macht er doch hoffentlich als Cast oder mit seinem Angriff mit. Er setzt den Standard-Gegenangriff beim Angreifer allen gegnerischen Leben, dem Angreifer und den allen Einheiten. Verursacht Schaden beim Angriff an allen Gegnern neben dem Angreifer. Ah ja. Okay, wir können hier auch was gebrauchen, was ordentlich Angriff gibt. Was gibt denn hier am meisten? 61 Angriff und 50. 55, 38. Ja, ich nehme das hier wegen 61 Angriff, weil wir sonst nämlich so wenig Angriff haben. Dann haben wir einen hohen Angriffswert. Das ist ja interessant. Der Schaden geht direkt hoch, aber Angreifen ist jetzt irgendwie auf 22 nur hochgegangen. Das müsste doch deutlich stärker hochgehen. Ich habe doch 51 und nicht nur so ein kleines bisschen. Sehr merkwürdig. So, Rang 2, Titan 12, 18, 10% Angreifen nochmal. 14, 14, 3 Initiative. Was haben die für eine Initiative? Ist schon ziemlich hoch. So, was haben wir hier? Verbesserter Schaden. Ich weiß nicht, warum der Angriff so niedrig ist hier. Regeneration 1, erhöhte Position. Oder tot. Ja, nehmen wir mal das. Haben wir nicht sowieso eine erhöhte Position? 60% auf den Bonus durch erhöhte Position. Achso, ja. Da macht das Sinn. Ja, warum jetzt der Angreifen so niedrig ist, obwohl die Waffe hier eigentlich 61 Angriff hat? Schauen wir nochmal, ob das hier auch so dasteht. Ja. Also vielleicht ist Angreifen für Unterstützungseinheiten immer so niedrig. Ja, irgendwie blöd. Und vielleicht ist es auch ein Bug. Das muss ich mal erforschen.
zwischen den Parts. Das Thread im Forum erstellen, sowas. Ich meine, das sind immer so Detailfragen, das weiß keiner. Aus dem Kopf vermutlich. Bitte kehre zurück, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Die Bedingung war. Irgendwie massig Adam, man darf an 30. Naja, zwei Runden sind die Bedingungen erfüllt. Da drüben sind noch unberührte Ruinen. Ach ja, und hier auch. Habe ich mir dran gedacht, dass es sowas ja auch gibt. So, hier haben wir jetzt schon ziemlich viele Distrikte, das heißt, hier lohnt sich das hier sehr stark. Und ja, ich kann sogar wegen den Bezirksstraßen hier hauptsächlich, kann ich keine mehr bauen. Ich habe schon das Maximum rausgeholt. Aber hier gibt es auch noch, oh, die sind aber teuer. Na, ich baue immer das Ding hier, das lohnt sich hier sehr gewaltig. 10 Runden, was kostet das zum Kaufen? Ja, fast mein ganzes Gold. Interessant, ja, die. So, schauen wir nochmal. Ja, hier wollten wir hingründen, weil es hier viel Nahrung gab. So, Produktion. Brauchen wir viel. Für unser normales Produktionsgebäude auch. Das dauert trotzdem 5 Runden. Das kaufe ich und das baue ich dann. Ach ja, kann ich wieder eine. So, hier noch eine Bezirksstraße. Die muss relativ neu sein. Ja, ich glaube, das war hier unten so. Könnte ich in diese Richtung noch eine bauen? Die sind immer noch bei 100. Ja, dann baue ich hier noch eine hin. Und beende die Runde. Und eine ganze Menge Gebäude sind ja fertig geworden. Wir könnten mal ein paar von diesen bauen, aber mich stört das mit dem Angreifen doch ein bisschen zu sehr. Warum das so niedrig ist? Da stimmt was nicht. Da baue ich lieber sowas. Hier kann ich weiter Bezirksstraßen bauen. Da kriege ich dieses gute Feld mit rein. Hier brauchen wir keine Bezirksstraßen. Hier muss es noch was geben, um die. Ja, bauen wir es mit ihrem Westraffinerie. Da schon noch was Billigeres von das hier. Bauen wir es mit das hier. Okay, jetzt bauen wieder alle was. Ja, das Spiel ist nicht so super ereignisreich momentan. Wir können uns nochmal hier drüben anschauen. Oh, nein, doch, das war schon länger so. Ah, ich komme bald hier drüben wieder rein.
Okay, wie sieht das punktetechnisch aus? Ja, ich habe jetzt mittlerweile die Grünen überholt. Und die Roten werden immer stärker. Aber ihnen ist es irgendwie auch nicht so richtig gelungen, hier Gebiete zu erobern. Egal, ich besiedel die Gebiete einfach und das geht auch irgendwie. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.